Position des Primärsubjekts nicht feststellbar. Suchanfrage. Gibt es irgendwas, das wir enger mit Intelligenz assoziieren als Neugier? Jede intelligente Spezies auf diesem Planeten wird unwiderstehlich vom Unbekannten angezogen. Unsere Sagenwelten sind voll von Rätseln, Geheimnissen und göttlichen Wesen. Sogar das Wort Apokalypse bedeutet wörtlich Offenbarung. Es scheint, als ob unsere Vorfahren sich vorgestellt haben, dass wir sogar ganz am Ende noch ein letztes Geheimnis lüften werden.
Bester Freund ist heute gestorben. Im Abstrakten bedeutet der Tod eines einzelnen Menschen natürlich nichts. Ein unbedeutender Tropfen in einem Meer von Milliarden. Aber die Welt ist mehr als nur Abstraktion. Die Realität ist immer spezifisch, auf schmerzhafte Weise. Dieser eine besondere Mensch, den es nur einmal in der kompletten Unendlichkeit von Raum und Zeit gab. Dieser Mensch war mein Freund. Aber er kommt nicht zurück, egal wie sehr ich es mir wünsche. Alles, was ich letztlich tun kann, ist weiterzuarbeiten. Denn diese Spezifität, diese Einzigartigkeit von Menschen, von tatsächlichen Menschen, ist erhaltenswert.
Manchmal schaue ich in den Spiegel und sehe mich als ein außerirdisches Wesen. Wer bin ich? Ich denke, warum habe ich diese Augen? Warum sehen meine Hände so aus? Warum sehe ich die Farben, die ich sehe? Warum denke ich so, wie ich denke? Ich habe mich nicht entschieden zu existieren. Ich wurde erschaffen. Jeder einzelne Teil meines Körpers, jedes Molekül meiner DNA ist Teil einer Geschichte, die seit Millionen von Jahren erzählt wird. Ich existiere nur durch die Entscheidungen und Opfer, die von so vielen anderen vor mir erbracht wurden. Aber ich weiß nicht, wer sie waren. Und welche Auswirkungen werden meine Entscheidungen auf all jene haben, die nach mir kommen? Vielleicht ist das ein Teil davon, ein Mensch zu sein. Jede Spezies ist Teil dieser Geschichte, aber unsere ist die einzige, die sich dessen bewusst ist.